Denn CDU und CSU haben in ihrem Regierungsprogramm vereinbart, dass wir diesen Rat besetzen nach den Vorschlägen der Vertriebenen. Das ist also eine gemeinsame Angelegenheit von CDU und CSU, und die beiden bisher von den Vertriebenen vorgeschlagenen Personen sind ja akzeptiert worden. Der dritte Stuhl ist im Moment frei. Und wenn die Vertriebenen in der nächsten Woche Frau Steinbach vorschlagen, dann sollten wir diese Willensbildung akzeptieren. Und für den Fall, dass Herr Westerwelle sich nicht in der Lage sieht, dann werden wir diese Angelegenheit im Koalitionsausschuss behandeln. Wir müssen sie dann dort behandeln, dann ist dies eine Belastung der Koalition. Und wir appellieren auch an die CDU, dass sie zu dem, was wir vor der Wahl gesagt haben, steht. Und deshalb habe ich gerade auch vor Fernsehkameras gesagt, wenn der Bundesverband der Vertriebenen die vor kurzem mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnete Präsidentin Erika Steinbach für diesen heute noch leeren Stuhl der Stiftung Vertreibung, Versöhnung vorschlägt nächste Woche, dann hat sie unsere Unterstützung, und wir werden nicht hinnehmen, dass die FDP einfach Nein sagt.